Ist ja überhaupt nicht gruselig. Das ist das, was ich nach Folge 1 im Amnesia Rebirth sagen kann. Willkommen zurück. Ja, und ich glaube, das wird auch nicht mehr gruselig, oder? Das ist doch hier alles schön hell. Vielleicht ein bisschen fern von irgendwelchem Trinkwasser. Aber vielleicht finde ich es da in der Höhle. Nee, natürlich wird es noch gruselig. Jetzt wird es erstmal dunkler. So, aha, betreten Sie diese Tür. Hopp. Und schon bin ich woanders. Vielleicht. Oh, Tazi, look at the hands. Such tiny, perfect fingers. Hello. Hello, my little one. Tja, das war meine ursprüngliche Geburt und hier geht es ja um eine Wiedergeburt. Vielleicht auch deswegen bin ich am Ende im Körper von jemand anders. Wer weiß das? Und man muss ja auch mal dazu sagen, ich habe das in Folge 1 gar nicht mehr thematisiert. Oh. Hoppla. It's alright. I can manage. Come on. Not far now. Das ist Salim, den ich auch irgendwie suche. Wie auch Hello? Den. Is anyone there? Den, Salim! Ja. Den Rest der Crew, denn ich bin völlig abgeschnitten und sie haben mich vergessen oder was auch immer. Aber man hat im Intro in Folge 1 ja auch gesehen, wie dieses Flugzeug durch verschiedene. Ja, Zeitzonen, ich meine das jetzt aber wörtlich, geflogen zu sein scheint, beziehungsweise Zeitdimensionen, ne? Da hat sich dann irgendwann das Bild außen geändert, das war ganz merkwürdig. Ja, ist schon mysteriös. Jetzt krauche ich hier durch Höhlen, wo sich die Crew durchgeschlagen hat und ihre Lager aufgebaut hat. Huhuhuhu. Sehr schön, ich stehe mal auf. Ne, ich stand schon. Okay. Was habt ihr mir denn übrig gelassen? Vielleicht mal was zu trinken? Oh, hier kann man schön sitzen am Feuerchen beim Essen. Hold him more tightly, or the stitching will tear. I'm sorry. I will be still. Salim, I have you. I have you. Okay. Salim musste genäht werden. Hier ist eine Matratze. Ja, ich hoffe, ich übersehe nicht irgendwelche wichtigen Sachen. Wie gesagt, man kann ja hier so Zeug angrabbeln, aber das sieht alles nicht entscheidend aus. Ich hoffe, das haben die Entwickler dann gut platziert. Da geht's lang, da geht's lang. Ich wollte nochmal hier gucken, da ist Medizin oder sowas. Das ist dieses Zeug, was ich auch nehme. Oh. Also wenn ich es nur einmal kurz greife und es fliegt runter, dann kann ich es gar nicht für mein Inventar nehmen. Dann hat sich das sowieso erledigt. Kann ich einen Stift nehmen? Oh. Okay, mit dem Stift kann ich auch nichts anfangen. Hier. Salim and me. Okay. Hat auch was Indisches, ne? Also mindestens Salim ist irgendwie Inder. Was ich bin, weiß ich nicht so. Oh. Salim Hanachi. Tazi Trianon. Trianon. August 33. Da haben wir dann auch die Zeit, in der das spielt. Oh je, da wird's bald finster in der Welt, sage ich mal. Liebe kennt kein Gesetz. Oh, haben die sich vielleicht aus irgendwelchen unterschiedlichen, ja, entweder Kasten oder international irgendwelchen Rassen, benutze jetzt absichtlich dieses Wort, und weil mir gerade kein besseres einfällt, also, ja, aus irgendwelchen Kulturen getroffen und dürfen eigentlich nicht zusammen sein oder so? Hm. Ist doch interessant. I had something to say to you, a whole speech, something poetic, but... You don't need to say anything. I know, it's just... I never thought this would happen. Any of this. You and me, I would never have imagined... Salim, there is no one I would rather spend my time with. Really? Really? Stop worrying, I'm in love with you, you idiot. You are my heart, Tazi Trianon. I said no poetry. Da hätte ich ihn nicht wiedererkannt vom Bild her. Ich dachte, das war jetzt ihr Ex oder so. Sah sehr weiß aus. Ja, sie ist vielleicht auch Inderin. Dann sind das unterschiedliche Gesellschaftsschichten vielleicht, die, wo die eine nicht so angesehen ist oder sie dürfen nicht oder was weiß ich. Okay, was haben wir hier? Streichhölzer! Die braucht man. Oh! Ja, ich werde jetzt sicherlich kein... Ach doch, ich zünd mir die an. Okay. Dann machen wir da.
Wunderbar. Wie lange hält das? Das wird gleich aus sein, oder? Mit Streichhölzern kannst du dunkle Bereiche erhellen oder mit Fackeln und anderen Lichtquellen interagieren, um diese zu entzünden. Genau, also das. So. Brennt realistisch runter. Sehr gut. Und ich habe gerade gesehen, dass ich das jetzt auch mal weiß. Dinge, die ich brauche, die funkeln. Also alles andere, was ich so angrabbeln kann, ist unwichtig. Oh. Und fällt dann auch runter, wenn ich es loslasse. Und was wichtig ist, das funkelt, so wie dieses Blatt hier. Und das wird dann auch erstmal angezeigt. Projekt Jaka Sanulama Sadiola. Kunde, Bergbauunternehmen Triple Crown. Zeichnerin Anastasie Trianon. Ingenieur Jonathan Weber. Datum März 1937. Okay, also unsere Liebe besteht seit 33 mindestens. Und jetzt ist es, wenn das einigermaßen aktuell ist, 37, da wird es schon bald noch dunkler in der Welt. Oder überhaupt erst dunkel. Eine Mine. Mhm. Ich bin in einer Mine oder nähere mich so langsam einer Mine. Jetzt kann ich natürlich dieses Ding mitnehmen, aber jetzt muss ich mal was ausprobieren. Ah, was? Ich wollte die gerade mitnehmen. Scheiße. Kann ich die nicht mitnehmen? Da ist doch das Zeichen für... Was? Das ist nur ein Zeichen für anmachen. Ach, scheiße. Ich kann dieses Ding nicht mitnehmen. Ich mache also nur in diesem kleinen Bereich Licht. Ich dachte, man trägt vielleicht mal eine Fackel mit sich rum oder so. Wäre ja auch mal ganz cool gewesen. Kann ich bei dem... Ach, hier ist ein blödes Kissen, Mann. Alles krabbelt man an. Hier ist ein Foto. Das schauen wir uns mal an. Da bin doch wieder... Ach, die haben alle so eine Frisur. Ich wollte gerade sagen, da bin ich im Hintergrund. Aber die sieht ein bisschen älter aus, die Dame. Also die zweite von links. Obwohl die auch so eine schöne Locke hat. Von der Frisur her. Da steht ja bestimmt was hinten drauf. Alex und Richard, Oktober 36. Das sind natürlich die beiden Herren rechts. Der links von beiden sieht noch sehr jung aus. Das könnte so ein DiCaprio auf der Titanic sein. Ja, und der rechts aber eigentlich auch sehr sympathisch. Ich finde, ihr solltet das haben. Es ist ein wirklich gutes Foto von euch. Schreibt G. Okay. Okay. Hier ist wieder... Oh. I won't stay here. There's something in the tunnels, I swear it. You won't be staying. You'll be with us, and I'll take care of you. Come here. Die müssen sich schon gegenseitig Trost zusprechen. Ja, ich habe ja schon gar kein Streichholz mehr, stelle ich gerade fest. Da steht mal null. Also müsste es jetzt nicht angehen. Ah, super. Also kann ich die Kerze auch nicht entzünden. Okay, also besonders großzügig war das nicht mit den Streichhölzern. Eins habe ich verschwendet. Ich hätte also die Kerze auch anmachen können, aber das ist ja alles nur eine Übung gewesen. Was ist das? Eine Schere. Die auch, oder so? Was auch immer das ist. Hier ist nichts Entscheidendes. Also normalerweise würde man ja sagen, so ein Beutelchen hier, so ein Sack kann man auch mal aufmachen, aber nö. Ja, und das finde ich halt so überflüssig in solchen Spielen. Warum soll ich mir hier alles angucken? Wo andere sagen, trägt zur Immersion bei oder so, oder Stimmung. Aber nee, ich finde das eher lästig, wenn ich entscheiden muss, was mache ich denn jetzt damit und wo mache ich was nicht damit. Also hier ist wieder was zum Lesen. My darling Amanda, by now you'll know about the crash. And you'll know that our situation is a bit sticky. We're off for a walk through the desert to see if we can find a radio or a village or some other sort of help. Everyone's putting a brave face on it. But no one really knows what's going to happen. So maybe this is it. Maybe this is the last you'll hear. If it is, I'm sorry, my love. I suppose it's my fault for wanting a big adventure. I should have stayed home after all. Please tell them both that I love them. Tell Susan that she's the best girl in the world. And tell Alfie to look after his sister. Now I'm sitting here with tears in my eyes and my hands are trembling and I just don't know what to write. I don't know how to say goodbye. I can't believe this is goodbye. I love you, my darling girl. I know in my heart we'll see each other again. Even if it's not in this life. You're Jonathan.
Na, da wird auch schon was angedeutet. Wenn es eine Wiedergeburt gibt oder ein Leben nach dem Tod, nein, ein weiteres Leben, wenn die Seele wandert oder was auch immer, dann kann man sich natürlich wiedersehen. Ist die Frage, wie groß sind die Chancen? Ja, das ist auf jeden Fall ein Abschiedsbrief. Nichts hinten drauf. Okay. Ja. Bitter. Die Frage ist, mit welchem Gedanken schreibt man so einen Abschiedsbrief? Also, was sind da so die Gedanken? Wie kann dieser Brief jemals ankommen? Den kann man ja nicht mal abschicken. So, hier ist ein Pass. Jasmin, das war die Flugbegleiterin, genau. Jasmin Chabani. Mhm. Keine Unterschrift drauf, na sowas. Sterling Transport Ausweis vom 12. Januar 1937. Das ist aber nur der Ausweis. Also wir sind... Ja, vielleicht sind wir auch ein bisschen später. Also 37, 38 wird das schon spielen. Gegengezeichnet von A.M. Sterling. Okay. Oh. What a beautiful girl. Is that your daughter? Yes. My father keeps nagging me for grandchildren. Did you leave her in Paris? Yes. Is she with her grand... Yasmin, I'd like to check the Sadiola samples are packed up. Give me a hand. Of course, Mr. Mitchell. Sorry, Hank. Da wurde das persönliche Gespräch unterbrochen, aber offensichtlich soll sie ihn Hank nennen und nicht Mr. Mitchell, was ja eine, ich will jetzt nicht sagen persönliche Beziehung, aber ein lockeres Arbeitsverhältnis bedeutet, ne? Das ist ja erstmal gar nicht so schlecht. So, hier ist ein Püppchen. Wer spielt denn hier noch mit Püppchen, hä? Oh, sie ist mir ein bisschen runtergefallen. Ist das Elsa? Ein Spielzeugauto. Die hat noch gar kein... Hatten die ein Kind dabei? Oh jemine. Ja, mehr ist hier aber nicht. So, okay. Schauen wir nochmal hier. Da ist überhaupt nichts drin. Wie viel Streichhölzer hätte ich denn haben sollen, um diese ganzen Kerzen zu entzünden? Hier ist allerdings ein Messer. Oder ein Brieföffner. Das ist gar nicht. Das ist eine Zahnbürste. Okay. Könnte ich eigentlich auch einstecken. Denn stell dir mal vor, du läufst durch die Wüste, kannst dir 3 Tage nicht die Zähne putzen und dann kriegst du noch Zahnschmerzen. Das wäre doch nicht so schön. Da hast du auch keinen Doktor in der Nähe. Selbst wenn ein Missionsdoktor dabei ist, aber der hat ja wohl keinen Zahnarztbesteck, Kram, Gedöns. Der hat höchstens noch Schmerztabletten dabei und da weiß ich nicht, wie weit die Medizin in den 30er Jahren so schon war. Okay, hier ist eine Karte. Aha. So, wir sind in... Was ist denn das? Ich hätte ja Algerien gesagt, aber da war nur die Stadt Algier genannt, ne? Ich kenne mich sowas von gar nicht aus bei diesen 100.000 afrikanischen Staaten. Aber ich habe schon mal Afrika richtig geraten, ist doch toll. So, okay, das ist der obere Teil. Wobei, stimmt ja gar nicht, das ist eigentlich auch der obere Teil, also Nordafrika. Ja, naja. Ich steck's schnell weg, bevor es peinlich wird. Kann ich hier irgendwas machen? Beenden und drehen. Okay, also das ist nur zum Gucken. Ja gut, also wir sind vom Mittelmeer aus straight südlich und jetzt irgendwo da in... Hast du nicht gesehen. Und dann ist hier noch ein Zettelchen wahrscheinlich, was wir so brauchen, was wir so haben. Nee, das sind die Personen wieder. Okay, die kann ich mir sowieso nicht merken. Da könnte ich glatt einen Ausdruck von machen, mir neben den Bildschirm hängen, dass ich immer nachgucken kann. Salim ist dann doch Führer und, oh Gott, Führer in den 30er Jahren, sowas ist gefährlich. Aber es gibt mindestens 2 Führer, Malik und Salim, na gut. Und ich bin, was war ich denn eigentlich, wo bin ich denn eigentlich? Ich bin doch, Tessie, genau, technische Zeichnerin war ich, so war das. Relativ in der Mitte, Anastasie Trianon. Keine Ahnung, wo ich herkomme. Ich habe ja Indisch getippt. Ja, also mal nicht die Namen alle vorlesen, sondern was gibt's alles. Es gibt den Expeditionsleiter. Wurde der nicht Hank genannt? James Henry als kurz vorm Hank? Ich glaube, ne? So, seine Assistentin ist Rachel. Ach so, stimmt, die andere war ja die Flugbegleiterin. So, der Sponsor, da habe ich mir alles schon durchgelesen. Mr. Sterlings Assistent.
Expeditionsarzt. Bergmännische Aufsicht. Ja, ja, hatten wir alles schon. Okay, mach ich mal wieder weg. Kennen wir. Ja, wo sind alle? Die Frage stelle ich mir ja schon seit einer ganzen Folge mindestens. Wieder Streichhölzer. Ja, drei Stück. Diesmal mache ich keinen Quatsch damit. Was haben wir hier? Anastasie Trianon. Technische Zeichnerin. Papiere nicht nötig. Französische Staatsbürgerin. Okay, dann versuche ich jetzt mal, sie französisch auszusprechen. Anastasie Trianon. Reist von Le Bourget. Tasi. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das handhaben soll. Ach, da schreibt mir einer, ja. Vor Ort kommt sie bestimmt zurecht. Oder schreibt einer über mich? Das ist keine besonders schwierige Reise und wir hatten schon viel schlimmere. Aber sie ist im letzten Jahr durch die Hölle gegangen. Dieser Aufruf aus Paris. Anruf aus Paris. Sie klang so gebrochen. Am besten passe ich wohl einfach auf sie auf und versuche, sie abzulenken. Ich werde Malik und Rachel bitten, dasselbe zu tun. Salim ist auch hier. Das hilft bestimmt. Ich hoffe wirklich, dass ihr diese Reise gut tut. Sie langsam anfangen kann, ihre Wunden heilen zu lassen. Die Wunden von ihnen beiden. Okay, da erfahre ich natürlich nicht, wer das jetzt schreibt. Okay, es ist ein Bericht über mich, würde ich mal sagen. Ich glaube nicht, dass ich das ursprünglich lesen sollte. Interessant. Ist hier noch was in... Oh. Hey, I promise I won't bring this up again, but I know this won't be easy on you. First time out again, you know? So, if you want a break... You want to get away from people, any of that. Just say, whatever you need. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall mal allein, aber ich habe es mir eigentlich nicht gewünscht. Also offensichtlich trage ich Ballast mit mir rum. Seelischen Ballast. Oh, da ist einer gestorben. Oh Gott. Seelischen Ballast. Ich denke, da geht's weiter. Weiß ich natürlich nicht, wenn das aus den vorigen... aus den vorigen Teilen übernommen ist, aus den Amnesia-Teilen, dann kann ich das natürlich nicht wissen. Und jetzt ist hier auch eine tot. Oh je. Warte mal, haben sie das für sie... Ne, da ist auch einer... Oh Gottes Willen, wie viele sind hier gestorben? Wen kann ich denn aus der Rechnung rausnehmen? Eieiei. Salim. I'm sorry. Without Lucas, I cannot bear it. The rest of you? This is not Salims fault. I am of sound mind. Eva Ritter. So, das ist Eva und ohne Lukas hält sie es nicht aus. Das heißt, das Grab ist dann wohl Lukas. Oh je, Mene. So, hier haben wir auch noch was. Ich lese erstmal. Guck erstmal hier. Das wird Lukas sein. I know him. Lukas, I think. Jetzt, wo ich so drauf achte, kann es schon sein, dass sie einen leichten französischen Akzent hat, ja. Lukas und Eva, oh je, Mine. Ich werde hier keine Entschuldigung, ja, man sei mir nicht böse, aber ich werde hier keine, keine Streichhölzer verschwenden. So, da ist ein Buch, das funkelt aber nicht. Hier ist noch ein Text. Vielleicht von Lukas Abschied oder so? Nee. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung Hülle so traulich? Traulich? Achso, vertraulich, im Sinne von vertraulich. So traulich und so hold, als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen. Und ist doch rund und schön, so sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Interessantes Reimschema, ne? Erst reimen sich die ersten beiden und dann ist es so ein, ich kenne die Fachbegriffe nicht, aber sowas Eingeschlossenes, ne? Dass der erste und der vierte und der zweite und der dritte sich reimen. Jetzt haben wir nur drei, zumindest auf der Seite. Wir stolze Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Gott, lass uns dein Heil schauen, auf nichts Vergängliches trauen. Nicht Eitelkeit uns freuen, lass uns einfältig werden und von dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. Das finde ich ist eine super gute Leistung. Oh Gott, wer es lesen will, kann es auf Englisch lesen, dann noch mit altenglischer Schrift oder alter Schrift, super schwer. Das ist eine super Leistung, das auch noch mit dem Reimschema so toll ins Deutsche zu übersetzen. Da muss ich schon mal sagen, Respekt. Da ist nichts. Ja, Screenshot und dann könnt ihr es selber gern auf Englisch lesen. Ist es Englisch?
Ich weiß gar nicht, was es ist. Das ist und in der. Das ist Deutsch. Das ist ja genau das Gleiche. Warte mal. Nein. Hier eins. Da war Dämmerung zum Beispiel in der zweiten Zeile. Huch. So. Ja, tatsächlich, es ist identisch. Oder ist das im Original auch Deutsch? Hier war doch sonst alles Englisch, oder? Jetzt bin ich verunsichert. Nochmal ihren Brief angucken. Im Original. Ja, ist Englisch. Ist ja faszinierend. Okay. Ist das... Dann war natürlich keine so gesehen Leistung dabei, ein altdeutsches Gedicht zu übersetzen. Aber warum sollte das Deutsch sein? Sehr interessant. Da kam ich runter. Hier geht's weiter. Hier ist auch dann alles, was so übrig ist, ist geschrottet. Und warum lassen sie überhaupt hier alles übrig? Hier ist wieder was zum Lesen. To those who follow, I am Salim Hanachi. I crashed with the crew of the Cassandra on March 3rd, 1937. I and others were injured. We stayed while the rest of the crew went for help. My companions are dead now. And the radio is broken. I cannot wait alone. There is some sort of creature here. I must go after the crew as best I can. They followed the path through the mountain. I will leave signs. Tazi, if I do not find you, and by some chance you are reading this, know that you are my heart. Okay, hier sind interessante Sachen drin. Also erstmal haben wir das jetzt präzise datiert. Es ist am 3. März 1937, also natürlich schon die dunkle Zeit. Sagen wir es mal ganz konkret, der Zweite Weltkrieg ist noch nicht ausgebrochen. Aber die Deutschen werden ja hier vielleicht schon die Herrschaft an sich gerissen haben in Teilen Afrikas. Da weiß ich jetzt natürlich nicht so präzise. Oder ich zumindest weiß es nicht. Vielleicht habt ihr besser aufgepasst im Geschichtsunterricht, aber ich weiß nicht so präzise, wo die da waren. Ich hätte jetzt eher Nordafrika getippt. Das aber auch nur, weil ich Indiana Jones gesehen habe. ja, also die deutsche Gefahr könnte vor Ort sein, aber hier geht es mehr um eine Kreatur, da schreibt er es schon. Und er hat Zeichen hinterlassen und eine Botschaft an mich, ne, dass er mich liebt. Ja, wirklich sehr stilvoll. Wenn du das jetzt hier im Original, also auf Englisch lesen willst, dann kannst du dir da ja gerne Mühe geben. Ich bin froh, dass es eine Übersetzung und so eine Texteinblendung gibt. Ja, okay. Ich steck das... Why couldn't you wait? Ja, genau. I'll find you. I promise. Das ist die Frage, die ich noch stellen möchte. Also nicht unbedingt, warum er nicht gewartet hat, sondern warum man mich überhaupt zurückgelassen hat oder warum ich da aus dem Flugzeug raus starte. Das erklärt sich das irgendwie? So, hier kriege ich Nachschub. Nochmal 3. Damit habe ich 6. Ich mache hier nichts an, was ich nicht anmachen muss. Ehrlich. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wenn jetzt hier mal was ist, was ich dann mit mir rumtrage, hätte ich natürlich ein Problem. Also das ist hier so eine kleine Wachs- oder Ölpfütze, Wanne. Da ist ein Docht. Ja, im Grunde auch nichts anderes als eine Kerze. Wenn es irgendwann mal eine Fackel ist, ja, dann werde ich es nochmal probieren, anzuzünden und mitzunehmen. Oh Gott, das ist aber schon, jetzt wird es schon ein bisschen dunkler hier. Aber vorher nicht, sage ich ganz ehrlich. Da kriege ich nicht rein. Hier ist Licht. Oh. Ja, nee. Einfach nee. Ja, obwohl eins opfer ich jetzt mal, ja? Eins opfer ich. Einfach mal, um hier dem Gott des Hast du nicht gesehen zu huldigen. Oder um sich das mal anzugucken. Vielleicht müssen wir auch eine Kreatur besänftigen. Ich könnte mir vorstellen... Was, wie, wo? ach so, weil da das Licht ist, ne? Weil da auch jemand was angezündet hat. Ich könnte mir vorstellen, dass ich später Bereiche absichere, indem ich... Oh mein Gott. Indem ich sie anzünde. Also, dass ich irgendwo was entzünde, dann ist es hell und nicht mehr so gefährlich, ne? Da geht doch kein Mensch freiwillig rein. Ich lese mal das. I went to see Monsieur Esperandio at the market, but he has no more work until next week. I know that Tazi has savings and I know that something will come, but it is hard. It is not just two of us now. I want to know that I'm keeping them safe. Wir sind jetzt zu dritt. Heißt es, ich bin schwanger? Ja, ne? So, und das sind jetzt so Tagebuchausschnitte, die er als Zeichen hinterlässt. Ich habe leider gerade ihren Kommentar unterbrochen.
This is from Salim's old diary. Ah ja. Genau. Weil sie gerade noch sagte, er hat doch gesagt, er hinterlässt Zeichen. Also muss ich jetzt Tagebucheinträge finden. Aber ich will natürlich trotzdem mal wissen, ob da was ist. Nichts. Wenigstens wird es hier freundlicherweise ein bisschen heller, wo ich gerade näher komme. Als wenn ich mein eigenes eingebautes Licht hätte. Ja toll, jetzt darf ich da ins Dunkle runter. Das ist ja fantastisch. Warum habe ich denn Licht? Ich habe doch nie eine Kerze mitgenommen. Streichholz. Wenn du keine Lichtquelle findest, kannst du einen Streichholz anzünden. Ja, ich kann es auch lassen. Ein bisschen Licht habe ich ja. So, springt mich jetzt was an? Hier wäre die Lichtquelle, ne? Ey, sorry, aber ich will meine Streichhölzer nicht verballern. Die haben mir leider beigebracht, dass das alles... Oh, Hirschkäfer. Oder ist das gar ein... Skorpius. Ja, ich denke, ich werde jetzt demnächst eine Lampe finden. Aber das finde ich ja fast ein bisschen uncool, dass das Spiel mir selber schon so viel Licht gibt. Ohne Lichtquelle im Dunkeln zu sein, erhöht deine Angst. Na und? Passiert dann was? Müsst ihr mir erstmal beibringen. Da ist die Fackel, die mache ich an. Da ist die Lichtquelle, so danke. Kann ich eigentlich diese... Oh, thank God. Das Streichholz mal ausmachen? Oder muss ich immer warten, bis es von selbst ausgeht? So. Mach aus. Ist nicht wahr. Ich kann diese Fackel nicht nehmen. Verdammt. Nimm die doch. Nimm die doch mal mit. Na gut. Wenigstens kurzzeitig die Angst überwunden. Jetzt. Ja, hier wird's ruckig. Nee, jetzt wird's wieder hell. Ja, leider verläuft man sich hier ein bisschen, ne? Ist da was drin? Pump. Oh, es funkelt. Neue Streichhölzer. Okay, ich sehe schon. Das war's. Wie viel habe ich denn davon eigentlich? Wo ist mein Inventar? Hier, 6. 6 von... Ah, ich kann 10 tragen. Das ist ja auch mal nice to know. Das heißt, wenn ich mal irgendwann keine mehr sammeln kann... ne? Dann weiß ich, dass ich auch mal welche benutze. So, hier kann man ganz schnell die Orientierung verlieren. Da wäre es natürlich auch gut gewesen... Weiß man jetzt im Nachhinein. Wenn man da anzündet, wo man schon mal war. Ach, was soll sich verballern die jetzt? Wobei, man könnte ja auch sich zwei Stellen merken. Es brennt ja einen Moment. Die nächste Frage ist noch... Okay, hier geht's nicht weiter. Die nächste Frage ist noch, wenn ich mit so einem Streichholz renne, geht's dann aus? Ich glaube, ich hatte gerade schon den richtigen Weg. Das wird hier wahrscheinlich im Kreis rumführen. Ja, genau. Jetzt bin ich wieder an der Fackel. Okay, ich denke, ich habe nichts verpasst bisher. Ja, das sagt sie jetzt zu der Fackel nochmal. Ja. Aber das ist schon ein interessanter Move von so einem Spiel, dass ich eigentlich... Dass ich eigentlich auch ohne Streichhölzer was machen kann, was sehen kann. So, oh. Oh, hier funkelt was. Achso, das ist wieder sowas. Vergiss es. Ich mache nur Fackeln. Oh, da, da, der nächste Tagebucheintrag, sehr schön. Den kann ich sogar lesen ohne. She's sleeping now. Maybe dreaming, curling and uncurling tiny fingers. I sit here, looking at her and I still can't believe this. How can I deserve it? Okay. Any of it. Die Tochter ist schon da, dann war das in dieser Cutscene meine Tochter. Ich dachte, ich hätte mich da mit der, was war es, die Flugbegleiterin? Jasmin unterhalten. Ich dachte, es wäre ihre Tochter. Nein, die hat mich gefragt und ich habe schon eine Tochter. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Ein junges Familienglück und jetzt gerade jäh auseinandergerissen. Oh. Ha. Ach so, jetzt muss ich hier rüberspringen. Na gut, schaffe ich auch noch. So, das Licht... Oder, nee, die Qualität wird ein bisschen schlechter, wenn ich... Shit. Wenn ich im Dunkeln bin. Mein Herz pocht. Natürlich ungünstig. War hier noch was? Nee. Wenn ich dadurch irgendwie verrückt werde oder krepieren kann, dann muss ich das noch... Ach so, das ist ja schon wieder das Geräusch. Ich mach's an, ich mach's an. Hoi. Das gleiche Geräusch. Jetzt renne ich mal. Tatsächlich, es geht aus. Gut, habe ich das auch mal ausprobiert. Ja, das gleiche Geräusch wie in der Wüste, wo ich gebraten wurde, ne? Ich würde sagen, das ist jetzt gerade eine schöne Stelle, um
ja, seinen Geist ein bisschen zu beruhigen, um sich vielleicht ein bisschen aufzuwärmen. Und natürlich, um die Folge zu beenden. Und dann schauen wir mal beim nächsten Mal, wie es hier weitergeht. Wie ich hier durchkomme, ohne verrückt zu werden. Oder mir vor Angst richtig in die Hose zu machen. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.